sehe ich dich nach 20 Jahren wieder. Du stolzer Freudentempel meines sommerlichen Lebens. Mein Haar hat sich indes gefärbt zu abendlichem Silberglanz. Einst schallte Jubel aus den Fenstern dieses Marmorsaales. Silberne Würfel kollerten auf dem grünen Tisch. Berauschte Spieler stürzten auf mein Wohl die goldenen Becher aus. Nun ist es stumm und still geworden. Ich habe Gattin, Kind und all mein Gut durch eigene Schuld verloren. Wo soll ich in dieser Lage nun um Beistand flehen? An einige Freunde, die noch leben, habe ich schon geschrieben, doch niemand will den armen Flottwell kennen. Drum will ich noch das Letzte wagen. Will dem Besitzer dieses Schlosses mich vertrauen. Vielleicht das in die Größe meines Unglücks rührt. Hier kommt der Gärtner. Den will ich doch befragen. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein lieber Freund, wollt ihr so gut sein, mir zu sagen, wie euer gnädiger Herr wohl heißt und wie lange er dieses Schloss besitzt? Na, das mag jetzt so ungefähr 12 Jahre her sein. Ja, der Flottwell hat's baut. Der wischt nach England durch. Und dann kauft's ein Graf und der ist gestorben. Und dann hat's unser Herr genommen. Dann der wird's wohl auch bis zu seinem Tod gehalten. Und wie tituliert man ihn? Herr von Wolf. Er war des Flottwells Kammerdiener. Da hat euer Herr vermutlich eine sehr große Erbschaft gemacht. Aber nix hat er gemacht. Denn Flottwell hat ein tüchtiges Ohr gehabt. Da kommt sein Reichtum her. Und der war so dumm und hat ihn doch dafür beschenkt. Ich danke euch sehr für euren Unterricht. Sagt mir nur eins noch. Ist Herr von Wolf im Besitze dieses ungerechten Gutes glücklich? Ob der glücklich ist? Na, da schaut ihn an und überzeugt euch selbst. Alt und krank ist er. In der Sommersonne muss er einen Pelz tragen, sonst erfriert er. Und ohne Stock kann er überhaupt nicht mehr gehen. Himmel, ich hätte ihn nicht erkannt. Ich habe eine üble Nacht gehabt. Die Sonne kommt mir heute so trübe vor. Gnädiger Herr, es will ein armer Mann Sie sprechen. Er kann nicht ärmer sein als ich. Wo ist er? Flottwell nennt er sich. Flottwell. Das hat mir einen Stich gegeben. Herr von Flottwell, ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie sich Ihres alten Dieners noch erinnern. Und bedauere nur, dass meine Krankheit mir nicht erlaubt, meine Freude über Ihre Ankunft so glanzvoll an den Tag zu legen, als Sie von mir es fordern könnten. Ich habe nichts zu fordern. Gar nichts mehr. Was ich mit Recht zu fordern hatte, das ist mir durch einen Höheren schon geworden. Ich wollte nur den Besitzer meines Schlosses sehen. Ja? Ich habe eine wahre Anhänglichkeit an Ihr Haus bewiesen. Verzeihen Sie, der Arzt erlaubt mir nicht so viel zu sprechen. Geleite mich nach dem Garten. Der Garten ist so schön. Nur schade, dass die Rosen schon verwelken. Wie oft werde ich sie wohl noch blühen sehen? Heute ist ein kalter Tag. Mir scheint die Sonne warm. Mich friert. Geht doch hinab ins Tal und ruft den frommen Mann, den ich so gerne jetzt um mich habe, dass er mir ein moralisches Buch vorliest. Ich höre so gern moralische Bücher lesen. Die Welt ist gar so schlecht. Und man kann seinen Trost nur in der Zukunft suchen. Jetzt habt ihr ihn gesehen, den geizigen Fütz, den niemand leiden kann. Na,
In einigen Wochen wird's wohl mit Ihnen zu Ende gehen. Adieu. Adieu. O Flottwels Schloss, was beherbergst du für Menschen jetzt? Was soll ich nun beginnen? Die wenigen Taler, die ich noch besaß, habe ich auf meiner mondenlangen Wanderung verzehrt. Ich habe gespart und trocken Brot gegessen. Und doch besitze ich nicht einen Pfennig mehr. Dort oben auf der Höhe liegt mein altes Schloss. Die Reste seiner stolzen Mauern ragen zum Himmel. Es ist zum Sinnbild meines jetzigen Glücks zusammengestürzt. Wenn ein Tischler früher steht, tralala, tralala, und dann seine Arbeit. Na, da schau an, Mama. Na, den muss ich dir was schenken. Hey, Alter! Ja, was ist denn? Ich weiß nicht, das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Jetzt trauen wir ihm den Groschen gar nicht mehr zu geben. Was wollt ihr denn? Die Stimme? Das wird doch nicht... Sie hören's? Na, das wäre entsetzlich. Bitte um Verzeihung, sagen Sie, kennen Sie das Schloss? Ob ich es kenne, Freund? Es war ja einst mein Eigentum. Magnetiker Herr. Magnetiker Herr! Ja, wer bist du, Freund? Der Valentin. Erkennen mich euer Gnaden immer? Der Tischler gesehen, der mich bei Ihnen gearbeitet hat und den Sie dann als Bedienten aufgenommen haben, weil er Ihnen so gut gefallen hat. Der Valentin. Der gute, ehrliche Valentin. Und du erinnerst dich, meiner? Ja, so soll ich mich Ihre erinnern. Ach Gott, euer Gnaden waren da so gut zu mir, sie haben mir da so viel geschenkt. An du Gott, den habe ich noch aufgekommen. So andere habe ich alles schon ausgegeben. Na und geht's dir gut? Mein Gott, wie es einem armen Tischler heute halt gehen kann. Nicht? Auf dem Land ist ja nicht viel zu machen. Aber ich bin zufrieden. Na, dann bist du glücklich. Man nimmt es halt mit, so lange als Gott will. Nicht? Aber euer Gnaden scheinen gar nicht zufrieden zu sein. Ich habe mich sehr geändert. Nicht wahr? Nein, euer Gnaden schaut gut aus, wirklich. Recht gut. Ein bisschen strapaziert. Das kann man ja so einem Herrn nicht sagen. Ja, mein guter Valentin, jetzt kann ich dich nicht mehr beschenken. Was, beschenken? Euer Gnaden, werden du mich jetzt nicht beschenken wollen? Da müsst ihr euer Gnaden richtige Grobheiten an. Bitte um Verzeihung, ich weiß nicht, ich rede manchmal daher, wie wenn ich hobe Schatten im Kopf hätte. Seit ich wieder Tischler bin, habe ich meine ganze Politur verloren. Soll ich mich ihm entdecken? Da kann man gar nicht fragen, mir scheint der ist voller Hunger. Gehst du nach Hause? Nein, ich soll drin im Wirtshaus, da soll ich ein Tier zusammennageln, weil da haben sie gestern einen rausgeschmissen, nicht? Und der sind die Tiere angestraft und da hat es einen Sprung gekriegt. Ja, na, so leb wohl. Was denn, euer Gnaden, wer mich da nicht schon wieder verlassen? Und jetzt habe ich die erste Ehre gehabt, euer Gnaden zu sehen. Mein Gott, wenn ich nur wüsste, wie das Ding ausstehen soll. Was willst du denn noch? Euer Gnaden, verzeihen. Bitte sag mal, euer Gnaden, aufrichtig. Sind euer Gnaden für heute schon eingeladen? Nein. Oh, dürfte ich mir dann die Ehre ausbitten auf eine schlechte Hausmannskost? Ich danke dir. Rechtschaffener Mensch, ich komme. Ah, nix, ich werde kommen. Ah, was? Die sollen sich einer dir selber zusammennageln. Aber... Bitte, das sage ich gleich. Natürlich, so geht es bei uns nicht, so wie es einmal da bei uns im Schloss zugegangen ist. Ja, ist schon wieder so ein hoher Schattendiskurs. Ich werde schon mit allem zufrieden sein. Ach, so schlecht ist auch wieder nicht. Ich koche ja selber. Und solange der Valentin noch etwas hat, wird euer Gnaden nicht zugrunde gehen. Guter Valentin. Das ist ein Leben auf der Welt. Noschen lernen, Michel. Komm, kommt man nach Hause, super schon wieder voll. Die Mutter hat mir sogar erlaubt. Lass sie, sag sie, stehen hier, sonst sag ich, wenn du den Vater was ruinierst. Ich arbeite schon so gut, als wieder ein Vater.
Vater! Was hast du noch? Dein Wurm hebt's auf! Jetzt ist er noch nicht angezogen. Oh, wenn die Mutter kommt, jetzt ist schon öfe. Hier ist rausgekommen, wir steigen in Daumenkugel auf. Wenn die Buben aus der Schulz rauskommen, ist nicht zum Aushalten. Hier so! Jesus, fallen euer Gnaden nicht über den Buben da. Wir hatten den da mitten ins Zimmer reingesessen. Ich bitte um Verzeihung, es ist alles in Unordnung. Einen sauberen Sessel heraus, Michel. Da! Ja, hab ich Schatten weg, Hirsel. Na, und dann Polster bring, Michel. Ja, Vater. Jetzt schmeißt er wieder das Leimpfandl um. Na, wie gefallen euer Gnaden die Wirtschaft? Da ist ein Bettpolster. Sag einmal, was treibst du denn? Hast du gleich ein Tuchet gebracht? Bitte, euer Gnaden, nur Platz zu nehmen. Dankeschön. Liesl, wo bist denn so? Komm du einer, alle Kinder! Ja, Vater, was ist denn? Wo ist denn der Hansl? Der ist schon wieder draußen beim Daumenkobel. Bitte, da habe ich die Ehre, meine Familie aufzuführen. Eins, zwei, drei, vier, der fünfte, der sitzt noch oben im Daumenkobel. Mein Weib, die wird gleich zu Hause kommen. Mein Gott, die wird ein Vergnügen haben. Hansl, so komm doch herein, geschwind! Ich kann ja nicht so geschwind absteigen. Na, dann fahr ich aber! So, Kinder, jetzt geht's her da. Da steht's euch im Gras auf. So, da bin ich schon. Ja, ja. Da schaut's den Herrn an. Das ist mein lieber, guter, gnädiger Herr, von dem ich euch schon so viel erzählt hab. Der hat eurem Vater und vielen hundert Menschen Gutes getan. Und jetzt geht's hin und küsst ihm die Hand. Vater, der sieht ja gar nicht so wie ein gnädiger Herr aus. Stöbist, Herrst. Bist denn du ein Kenner? Was weißt denn du von einem gnädigen Herrn? Na ja, ich küsse halt die Hand. Gnaden, Baby, auch Hand küssen. Ja, ist das jüngste Kind meiner Laune. Gnaden, unser Herr Vater hat uns halt so viel Gutes, so Liebes und Schönes von Herrn Gnaden gesagt, dass wir uns recht freuen, Herrn Gnaden kennenzulernen. Oh Gott. Valentin, Valentin, du bist selbst so arm und... Vater, dem Herrn muss gar schlecht gehen. Tut jetzt nichts dergleichen, ja? Wir reden dann schon drüber. So, Kinder, geht's jetzt ein bisschen raus in den Hof, ja? Du, Hirsl, her, du schaust dir um die fettersten Anden um, ja? Ja, gut, Vater. Und du, Michel, du suchst deine Mutter auf. Drei einen Krong um, nicht? Und sag, na, der Anden, und sag, sie soll gleich zu Hause kommen, die Mutter. Ruhig, also gib acht ein bisschen. So, darf ich mich aussetzen? Na komm. Seien euer Gnaden nicht so betrübt. Ich hab selber nicht zu viel, aber euer Gnaden dürfen mir nicht zugrund gehen. Aber erzähl mir doch, euer Gnaden, sagen Sie, wie ist denn eigentlich das ganze Unglück so gekommen? Ja, ich lebte durch 8 Jahre mit meiner Gemahlin, die mir in London einen Sohn geboren hatte, ganz glücklich. Jedoch auf einer Reise nach Südamerika entriss mir der Tod beide. Mein Gott. Ich ging nach London zurück, ließ mich in großartige Spekulationen ein. Und nach mehreren Jahren sah ich mein Vermögen bis auf einen kleinen Rest geschmolzen. Ich beschloss, nach meinem Vaterland zurückzukehren. Ein unglücklicher Gedanke hieß mich Wiesbaden aufsuchen. Nach 20 Jahren spielte ich hier wieder und verlor alles. Yes, das war das. Alles. Musste die weite Reise nach meiner geliebten Heimat nun zu Fuß machen. Und so bin ich zum Bettler nun verarmt. Seien euer Gnaden nur beruhigt. Alles, was in meinen Kräften steht, will ich tun. Haben euer Gnaden nur jetzt die Gnade und gingen euer Gnaden allergnädigst ein bisschen da ins andere Zimmer hinein, damit wir da ein bisschen zusammenräumen können. Ich schaut ja gar so innobel aus. Und schauen sich euer Gnaden da drin einmal ein bisschen um. Da werden euer Gnaden etwas entdecken, was euer Gnaden bestimmt erfreuen wird. O Diener Treue, du gleichst dem Mond. Wir sehen dich erst, wenn unsere Sonne untergeht. Ah, das ist eine schöne Rede. Ja, aber ich hab's nicht verstanden. Lisi, Kinder, kommt's herein. Komm. Was befühlt der Vater? Habt ihr seinen Vater gern? Ja! Ja,
Wollt ihr mir Freude machen? Ja! Ja, Verdruss habt ihr mir eh schon genug gemacht. Also, seid mit dem Herrn da drin recht gut und höflich. Ja, ja? Ja, er wird bei uns im Haus bleiben. Ich lasse ihn nimmer fort. Und red's auch der Mutter zu. Sie ist ja eine gute Frau, aber manchmal halt ein bisschen gar. Wir wissen es am besten. Wir haben nur ausstehen gehabt. So, ja. Ja, was die Eltern den Kindern heutzutage für Sorgen und Kummer verursachen, ist ja außerordentlich, was? Also, geht's jetzt hinein zu ihm, ja? Ich komm gleich wieder. Ich muss nur die Tür im Wirtshaus machen. Und vergesst nicht, was ich euch gesagt hab. Er ist unglücklich. Mhm. Nicht? Und mit einem unglücklichen Menschen, da muss man schon ein bisschen subtil umgehen. Nicht? Ein Glücklicher, der kann schon eher einen Puffer tragen. Na, also geht's jetzt schön rein zu ihm, ja? Und seid schön brav. So, geh schön. So, Bub.